Flüchtlingskrise, die zurzeit gängigste Schlagzeile in unserer Medienlandschaft. Hetzkampagnen und Hasstiraden als Parteiprogramm für neue Wählerstimmen. Doch bitte, liebe Welt, haben wir Menschen nicht alle dieselben Grundbedürfnisse? So, who needs water? Who is more afraid about the future? Who is afraid about war? Who is more tolerant? Tolerant, like accepting other people. Ah, accepting other people. And who is doing more? Who needs food? Natürlich, es gibt immer unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe. Who drinks more alcohol? Who is going more often out? Who is more religious? Who has ever seen war? Doch rechtfertigen religiöse und kulturelle Unterschiede, dass wir uns gegenüber fremden Menschen abschotten? Oder sollten wir jedem die Chance geben, Teil des Ganzen zu sein?